das teuerste Piece dieses Unboxings. Ich habe unschlagbare 780 Euro dafür bezahlt. Schaut sich das mal an. Das kommt ja mal richtig nice. Ready to go. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, es ist endlich wieder soweit. Ich habe einen weiteren Farfetch-Deal. Vielen lieben Dank an Farfetch, die mir einfach 3000 Euro zum Shoppen zur Verfügung gestellt haben. Fettes, fettes Danke. Auch für euch was rausgeholt. Natürlich ein 10% Gutscheincode. Einfach am Checkout dann MAXFF eingeben. 10% sparen. Das lohnt sich gerade bei Farfetch, weil die Produkte doch relativ teuer sind. Und wenn sich dann nochmal so 10% abziehen, dann tut einem das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Oft genug mir schon gedacht, fuck, Gott sei Dank habe ich noch einen Gutschein. Das heißt, den Gutschein nutzen und shoppen. Sehr viele neue Waren, die dort bei Farfetch gelistet sind und wir haben natürlich auch zugeschlagen. Sehr vieles gekoppt, das sind die Einkäufe. Das ist die Ware, die wir geholt haben. Insgesamt haben wir für 2500 Euro eingekauft, also sehr, sehr viel. Ich freue mich schon. Ich weiß nicht, wer den Shopping-Stream gesehen hat, aber ich habe danach nochmal bestellt, alleine. Und sind auf jeden Fall noch ein paar coole Pieces dazugekommen. Das kannst du dir auch nicht ausdenken mit Philipp Lein. Ja, wir haben einfach ein Philipp Lein-Piece gekauft. Und das Witzigste ist, Leute, ich weiß nicht, wer es auf Instagram gesehen hat. Wer mir noch nicht auf Instagram folgt, unbedingt folgen, weil dann sonst kriegt sie ja solche Sachen nicht mit. Ich habe einfach beinhart eine Kooperationsanfrage von Philipp Lein bekommen. Die wollen mir gratis Ware und Geld geben, dafür, dass ich ihre Produkte auf meinem YouTube-Kanal promote. Mache ich heute schon gratis, weil da ein Piece dabei ist. Okay, nicht mehr lange reden. Ich wurde gestern, wenn ihr das Video seht, letzte Woche, mit dem österreichischen YouTuber Award ausgezeichnet und habe deswegen schon zwei Pakete aufgerissen und dieses Outfit gebastelt. Das findet ihr auch auf Instagram, also da vorbeischauen. Und eins davon war die Brille, Leute. Da ist das Ding drinnen, in so einem Samt eingepackt. Da ist das, in so einer Schachtel. Also ich finde diese Schächtelchen schon immer nice. Dieses Packaging, ihr wisst, ich stehe da einfach drauf und wenn das schön verpackt ist, dann freue ich mich. Und wenn man da aufmacht, dann sieht man schon die Brille. Das ist die in Gelb. Finde ich sehr, sehr cool. Du hast natürlich mit der Zeit, du hast halt, wenn du sie aufsetzt, flasht es dich komplett, weil es halt gelb ist alles. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Schaut folgendermaßen aus. Ich finde die nice. Das sind nämlich auch so eine Brille, die kannst du immer aufsetzen. Auch wie auf einmal alles so gelb ist. Die ganzen Blautöne werden rausgenommen. Mega Blick mit der. Ich finde die ganz cool, weil die kannst du auch, wenn es dunkel ist, aufsetzen. Weil schon cool mit Sonnenbrille im Club, also so semi-cool. Aber wenn es dunkel ist und du hast eine dunkle Sonnenbrille, du siehst nichts. Und das geht mir ultra auf die Nerven. Es kommt höchstwahrscheinlich auch eine Sonnenbrille von M&M. Und wenn man da so durchschaut, schaut das so aus. Halt nachgehen. Ihr sagt 8 von 10. Ich würde dir auch so eine 8 von 10 geben. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Nächstes Paket. Dieses hier. Keine Ahnung, was das... Imagine, da ist jetzt schon das Philipp Lein Ding drin. Ich hoffe nicht, weil ich will mir das irgendwie bis zum Schluss aufheben. Aber ich mache da mal auf. So wie ich das jetzt aufgerissen habe, werde ich das Paket nicht mehr zurückschicken können. Das heißt, egal was da drin ist, wir werden es behalten müssen. Und wir werden es auch behalten, weil es ist das Wettmarschert. Oha, das ist ja extrem neongelb. Jetzt werden viele sagen, ja, muss das? Nein, muss nicht sein, aber Vêtement geht immer und in Neongelb finde ich es einfach cool und das passt einfach gut in meine Sammlung dazu. Aber das ist natürlich cool. Ich mag's. Schwarz, Neongelb, cool. Ich mag's. Ich find's cool. Schlicht. Steht fett Vêtement drauf. Weiß jeder wieder, da hat ein Trottel Geld ausgeben. Zu den LV-Trainer mit den neongelben Bändern. Perfekt. Was haben wir für eine Größe genommen? M. Sehr klug, weil das letzte war L und das war krank oversized. Ich ziehe das jetzt mal an und zeige euch, wie es ausschaut. Fittet Bombe. Macht man nichts falsch. Absolut nicer Fit. In M. Relativ lang. Geil. Top. Da gibt's gar nichts, da gibt's nichts zu meckern. Da steht einfach perfekt. Absoluter stabiler Bruder. Du bist so schön, ich würde dich. Ich bin ein Junge. Danke, Bruder. Uff, schon geil. Ausziehen, ausziehen. What the fuck, was ist mit euch los? Nur weil ich jetzt ein bisschen trainiere, eskaliert's mal. Könnte ein bisschen kürzer sein, aber sonst top. Ja, seh ich auch so. Schnapper, jawohl. Seh ich auch so. Schnapper kann man machen. 270 Euro oder so. Nächstes Ding, jetzt bin ich gespannt. Es ist safe ein Poloshirt, weil wir haben ja zwei, drei Poloshirts bestellt, was eh too much ist. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit wie irgendein Golfer oder WU-Student herumrennen, nur weil ich ein bisschen pumpt habe. Habe ich mir dann auch im Nachhinein gedacht. Aber ja, es ist halt eine andere Body-Confidence aktuell, wenn man trainiert ist.
Und man will es natürlich auch ein bisschen zeigen, ja? Logischerweise. Ja, das kriege ich nicht auf. Und zwar ist drinnen die Badehose von Palm Angels. Cool. Cool. Ich hoffe, die passt, weil ich habe normalerweise L und ich habe aber jetzt M bestellt. Aber ich bin an der Hüfte nicht wirklich schlank geworden. Ich bin dort schon noch ziemlich fett. Aber wir werden sehen. Das ist sie. Palm Angels Badehose in so einem Blümchenmuster. Geht immer. So leicht auf Hawaii angelehnt. Ja, soll ich die anziehen? Für euch? Wollt ihr die angezogen sehen? Die ist sehr nice. Safe. Ich soll jetzt wirklich eine Badehose für euch? Ah, ja, okay. Ja, aber das Shirt lasse ich an, gell? Nur für, weil ich keine Ahnung, was bei euch da im Chat momentan abgeht. Die sitzt gut. Die passt. Das ist in Ordnung. Ich komme ein bisschen blöd vor, deswegen werde ich den Rest jetzt, könnt ihr euch selber vorstellen. Chillig! Na sicher! Super ist nicht zu lang wie die anderen, zu lang ist nicht gut. Ja, safe. Sehe ich auch so. 10 von 10. Geil, freut mich. Ich finde die auch sehr cool. Kommt vielleicht bald ein Badehosenfoto. Und ich sehe gerade, ich habe da seitlich noch so Taschen, wie so Cargo Pants mäßig. Schau mal, was da drinnen ist. Kann man hier natürlich wieder nice aufreißen. Es ist das Kenzo-Hemd, Leute. Eieiei. In diesem Schlangenmuster. Crazy. Haben wir in einem L bestellt. Mein erstes, allererstes Kenzo-Piece. Bin auch gespannt auf den Stoff. Okay. Der Stoff fühlt sich sehr gut an. Nicht wie Seide, auch nicht wie Viskose, sondern eher rau. Ich glaube, das ist so ein Baumwoll-Polyester-Gemisch. Aber ich glaube, mehr Polyester als Baumwolle. Da hinten ist dann nochmal am Kragen so ein Kenzo-Printing, damit auch jeder weiß, hey, das hat was gekostet. Das ist nicht vom H&M. Was hat das eigentlich gekostet? Ich glaube, das war gar nicht so schlimm. 180 Euro oder so. Zieh vor Kamera um. Leute, chillt's mal. Ich zieh wieder diese beige Hose an und das Hemd dazu. Und dann sehen wir gleich in der Kombi, was abgeht. Okay, ich glaube, ja, das sitzt ja mal richtig gut, Leute. Das Etikett müsst ihr euch jetzt wegdenken. Ja, vielleicht wäre M noch gut. Aber M wird dann bei den Schultern nicht mehr so gut sitzen. Was sagt der Chat? Mega, aber auch lange. Du bist wunderschön. Leute, find's zu groß. Ja. Bei den Schultern sitzt's aber. Es ist so ein bisschen auf Safari angelehnt, finde ich. Vor allem mit der Hose. Und dann bin ich Indiana Jones, oder? Na sicher. Ja, okay, ist ein Blödsinn. Eine Größe kleiner, dann 10 von 10. Nein, schaut cool aus. 20 von 10. Schaut voll gut aus. Nimm eine Nummer kleiner. Ich glaube auch. Das Hemd ist nice. Das Hemd ist richtig nice, aber ich glaube, ich brauche es wirklich eine Nummer kleiner, ja. M wäre besser gewesen. Es ist schwierig gerade mit meiner Figur. Ich weiß nicht, was ich bestellen soll. Das war's zum Kenzo-Hemd. Ich würde sagen, wir schauen direkt rein zu diesem Piece. Keine Ahnung, was da drin ist. Ich weiß auch irgendwie gar nicht mehr, was wir alles bestellt haben. Okay. Es ist... Man erkennt es, glaube ich, hier eh sofort. Das Philipp Plein Polo-Shirt. Mit rosa. Ich konnte mich nicht erinnern, dass das Stitching rosa war. Danke, Mann. Da ist das rosa Stitching, der Totenkopf. Aber wir haben es genommen. Ist das so ein Off-White? Ist das ein Off-White-Kollab oder was? Das ist nicht sein Ernst. Hat er das einfach von... Da ist sogar ein kleiner Hank-Zack dran. Nein. Leute, was machen die? Das ist doch peinlich. Da ist ein Lederpatch, ist aber noch dran. Du kriegst auch so ein Lederpatch mit. Was haben wir bezahlt für das Ding? Es war nicht so teuer. Also nicht so viele Plein-mäßig, preismäßig. 150 Euro. Ich bin gespannt auf die Größe. Wir haben bestellt L. Die schneiden ja, glaube ich, eng. Ich glaube, das passt jetzt perfekt für meine Figur. Für Leute wie mich schneiden die das. Alter, ich bin so gespannt. Na gut. Ja, das ist das Ding, Leute. Tragen das Leute so? Das ist ein Joke. Und da setze ich mich so überall hin. Auf jeden Fall behalten. Das Safe-Cop. Top. Also ich muss sagen, fit-technisch absolut nice. Könnte ich mir nicht besser vorstellen. Auf jeden Fall behalten, oder? Chat, da sind wir uns einig. An der WU habe ich einen Orgenriss bei den Mädels, glaube ich, mit dem. Das schaut heiß aus, wenn das so eng ist. Es muss zwar nicht immer oversized sein, aber das, ja... Keine Ahnung. Ich würde es gerne mal in XL oder XXL sehen. Also, wir haben eine Jacke von 4to4 bestellt. Das ist eine Marke, die, glaube ich, nicht alle von euch kennen. Aber die machen richtig nice Sachen. Wir haben einmal dieses Seidenhemd mit diesem grafischen Print bestellt. Das hat man aber nicht so gut gefittet. Es war ein bisschen zu lang. Deswegen bin ich jetzt beim Bestellen bei dieser Jacke eine Nummer größer gegangen. Eine Nummer kleiner gegangen. Ich habe mir gedacht, das ist so eine Art Jeansjacke, war aber dann doch nicht, sondern mehr so eine Baumwoll gesteppte Jackendingsdi. Sehr, sehr cooles Ding.
Der Colorway, absolut nice. So ein grün-blau mit so einzelnen Bandana-Paisley-Geschichten drauf. Aber es ist gefüttert. Also ich wusste nicht, dass das da innen gesteppt ist. Aber ich zeig's euch jetzt mal. So schaut die Jacke aus. Relativ oversized, aber mit dem Rundkragen so leicht auf Pagenboy angelehnt. Da auf der Seite macht es dann nochmal so curved den Schnitt. Extrem cool. In der Musterkombination mit den Farben, absolute 10 von 10 Jacke, finde ich. Ich habe die sehr günstig bekommen. Die hätte, glaube ich, 500 Euro oder so gekostet, aber wir haben die vergünstigt bekommen um 300 oder 350. Ich weiß es nicht mehr. Eins meiner Favorites. Bis auf das Piece, vielleicht bis auf das Piece, das wir jetzt bestellt haben oder was wir jetzt auspacken. Ich habe ein bisschen Schiss, dass zu klein ist. Top-Tracht für euch, schaut das so trachtenmäßig aus? Ja, weiß nicht. Mir taugt es extrem. Aber wie gesagt, jetzt kommen wir zu einem Piece, was alles schlagen könnte. Wird nicht allen gefallen, aber ich hoffe, dass es mir gut gefallen wird und dass wir die richtige Größe bestellt haben. Ich habe ein M genommen, aber vielleicht hätte man da doch ein L nehmen sollen. Das teuerste Piece dieses Unboxings. Ich habe unschlagbare 780 Euro dafür bezahlt. Und jetzt werden wir schauen, ob sich das lohnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn es passt. So. Boah, jetzt bin ich echt gespannt. Das Gucci Polo Shirt. Wir haben hier eine Gucci-Tasche. Yes! So eine Strandtasche. Das ist geil. Sowas wollte ich immer schon haben. Allein deswegen behalten wir das Ding schon. Scheißegal, wie es passt. Wow. Das Packaging. Wir haben da einen Gucci-Brief. Und das ist alles so rau und marmoriert. Das steht nach draußen. Das ist embroidered, Leute. Crazy. Da ist nur die Rechnung oder so irgendwas mit drin. Schaut sich das mal an. Das ist, wie gesagt, alles so rau mit einer Schleife oben dran. Also... das kommt ja mal richtig nice. Wir nehmen jetzt mal die Schleife runter. Man muss richtig genießen, das Auspacken. Die Verpackung ist so schön. Sowas will man dann nie wegschmeißen. Das steht dann irgendwo herum und verstaubt extrem, aber man will es einfach nicht wegschmeißen, was so schön ist. Wow, Leute, jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. So, da geht dieser Sticker auf. Fast schon ASMR. Und das ist das Polo. Das ist gestickt. Das ist gestickt. Made in Italy. Handmade. Ich wusste das nicht. Seht ihr das? Das ist einzeln gestickt worden. Krank. Wisst ihr, wie viel Arbeit das ist? Das schaut jetzt wirklich schon arg aus. Mit dem Kragen auch, mit den Strichen. Das ist auch nochmal ein Stitching. Da haben wir hinten nochmal dieses klassische Gucci-Patch. Das könnte schon wild werden. So, schaut größentechnisch in Ordnung aus. Ich ziehe es jetzt mal an. Ich bin mega gespannt. Ich hoffe, das passt, weil ich finde es sehr geil. Ah, es könnte eng werden. Ich glaube, es ist zu klein, oder? Die Ärmel wieder. Wenn ich es ein bisschen raufziehe bei den Ärmeln, dann ist es nicht so eng. Es kostet halt 780 Euro. Das heißt, für 780 Euro muss das Ding schon sitzen. Behalten wegen der Tasche. Lara 10 von 10. Schneid die Ärmel ab, am besten, ist eine gute Idee, ja. Das muss ich mir noch anschauen. Sonst passt es eigentlich gut. Ich weiß es nicht, ich muss mir das noch selber anschauen. Und damit sind wir eh schon beim letzten Piece gewesen, liebe Freunde. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, welches Piece ihr am besten gefunden habt und was eurer Meinung nach eine absolute Katastrophe ist. Sehr viele wilde Pieces dabei. Ich werde auf jeden Fall das Kento-Hemd zurückschicken und noch ein paar andere Sachen. Und mal schauen, vielleicht kauft mir ja irgendwas anderes. We'll see. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nicht vergessen, MAXFF, der Gutscheincode 10% bei Farfetch sparen. Und gespannt bleiben, wir sind mitten in der Vorbereitung auf die neue Kollektion von M&M. Da wird es dann natürlich Pieces geben, die immer fitten. In diesem Sinne, Freunde, das ist von mir, euer Maximilian.